Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Deponia. In der letzten Folge sind wir hochgekommen, nachdem wir aus dem Postamt waren. Mal gucken, was uns hey, hier erwartet. Huhu. Hallo. Hm? Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig, bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese Sonder... Klitus? Der Funkspruch... Ich muss dringend... Keine... Die Funkstation... Du solltest... Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Mhm. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Mhm. Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Ja. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausbauen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Ich gehe dann mal. Mach okay. Das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Sie orientieren sich am Erdmagnetfeld. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Erdmagnetfeld. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Okay, hier sind drei Gewichte, ein Gewicht und zwei Gewichte. Und das sind die... Was ist, wenn ich jetzt hier drehe? Haben die es getauscht? Die drehen sich da, so wie sie gerade wollen. Ist hier gar keine mehr drin. Ja. So, das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Thank you.
Das dauert. Okay, das dreht sich gleich durch. Sie sitzt jetzt eine mittlere Taube und sie sitzt die kleine. Ob das wohl reicht? Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Unten die Katzen. Die eine schläft ein, die andere ist keine Ahnung wie gestresst. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Versand wird initiiert. Katzen tun mir leid, gell? Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Okay. Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Da ist aber jetzt die mittlere Taube drin. Okay, die fällt runter, aber erst irgendwo da vorne. Das heißt, ich muss gucken, dass die kleine... da ist... Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich's hab, weil... Ich werde da noch ein bisschen rumdrehen müssen. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Lieber nicht. So, dann verschickt man nochmal ein Paket, oder? Ich habe hier die... So, jetzt kann man es ein bisschen schneller beobachten. Frankie. Fehler, das Paket auffüllen. So. Knicke ein Schwing. Bumm. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Jetzt bin ich gespannt. Die hat eine Freude noch. Noch. Oh. Wo ist der Folie? Knick. Knick. He, he. Knicke, oh yeah. Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, oh yeah. Wie du willst. Okay. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Und erzähl uns Lotti? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Warte. Jawohl. Wie geil ist das denn? Wir können jetzt hier deine Ersatzpostkastenschublade. Hey. Der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Ach du Scheiße.
Eine für sofort und eine für unterwegs. Wir haben eine Katze eingefangen. Die machen wir wieder zu. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Was steht da drauf? 1, 3, 2, 3. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Naja, Rufus. Drei, sechs, vier, neun. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Jawohl. Kann ich den Wipfvogel mitnehmen? Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Naja, Mikrofon haben wir, Kopfhörer noch nicht. Fehlt nur noch der Hörer. Jo, und hier ist vorerst nichts zu tun. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen, darum. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen, darum. Ach du Scheiße. Gibt der uns jetzt die Kopfhörer? Hey, huhu. Hallo. Ja, was gibt's? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Mann. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Diese Technik ist voll für die Katz. Versteht ihr den Wink mit dem Zaunfall? Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Die Schnur voll. Schauen wir mal, wie dankbar uns der Polizist. Hey, huhu. Hallo. Ach du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendjemand belegt hier ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Wirst du nicht mal müde? Na ja, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Ich gehe dann mal. Nur eine Leitung. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Nur eine Leitung, ich habe eine zweite Katze. Was sagt Hanek dazu? Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Ach du Scheiße. Okay, das sagt gar nichts dazu. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Was ist mit dem? Der redet ich habe Hunger. Magst du Kaffee? Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Und was ist bei meinen Einschläfern? Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Und wenn man mit Lachgas betäuben? Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach Ups. Du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug...
Okay. Sonst hier, der will sicher wieder nur, dass ich ihm aufräumen helfe. Ja. Auf der Krankenstation. Was tut sich da? Auch noch immer genau dasselbe wie vorher. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Kann man ihn aufbohren? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay. Aber man könnte mit Ding noch mal reden. Mit Gizmo. Hallo, Dr. Gizmo. Ja, was gibt es? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe dieses Zwicken im Rücken. Doch kein Notfall. Aus deinem? Ich komme. Ich kann es. Das hat man eh schon. Das weiß ich, Toni. Kann ich da noch einen Haken nehmen? Finger weg von meinen Sachen. Toni braucht kein weiteres Abschiedsgeschenk. Ich habe ihr schon meine Skorpionfarm vermacht, wobei ich den Rahmen behalten habe. Und was ist, wenn ich ihr den Papagei gebe? Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Ah. Er ist so ein kluges Tier. Nee, den nehmen wir wieder mit. Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ach, tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Ah. Alles Lügen! Geh mal wieder. So, wir brauchen jetzt noch irgendwo eine Station, wo wir die zweite Katze hinsetzen. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Wo ist noch was zu funken? Hier nicht bei Wenzel. Beim Rathaus waren wir schon. Ist in der Halle vorne was zu funken? Er ist und bleibt ein Penner. Ist es eine gute Frage, gell? Gut, dann machst du die Tür zu. Ansonsten passiert hier drinnen nichts. In der Poststation. Ja. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Ich hasse Schlangen. Kommt drauf an, die Tiere mag ich.
Toni hat ja auch kein Funkgerät. Das wird ja erst installiert bei ihr. Muss ich mich anders hinsetzen? Ich muss dazu sagen, ich habe zurzeit momentan ein bisschen Rückenschmerzen. Boah, was für eine Plörre. Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Okay. Hier ist ja nichts. Und der ist hier bei Toni. Kann man da nicht rein oder was? Waschbecken spinnt. Gut. Hier gibt's auch nichts. Wo ist noch ein Funkgerät? Hier auch nichts. Irgendwo muss doch noch ein Funkgerät sein. Wenn er sagt, nur eine. Ah, wo war denn das? Ich hab's vergessen. Sagt er mir das nochmal? Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Das kannst du ja momentan vergessen mit dem Train. Gut. Hey, huhu, hallo. Hm? Ach du schon wieder. Fass dich kurz. Ich habe zu tun. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Becken. Na gut. Wie willst du denn den? Ah. Du beleidigt. Wieso? Na gut. So und... Was war das mit den Tauben? Du meinst, ist das nicht? Ja, das ist. Er sagt, ich geh dann mal. Mach du das. Er sagt genau. Mir jetzt aber auch nicht, wo ich noch funken kann. Was ist das bloß für eine. Warum ich so komisch. Weil die neuerdings Sprache. Sie frankiert die Pakete jetzt viel schneller als vorher. Die Pakete werden jetzt viel langsamer transportiert. Fehlt nur noch der Hörer. Ja gut, das wissen wir eh. Aber... Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Okay, mit der kann ich gar nicht mehr interagieren. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Tonis Laden. Ich hab ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Okay, das hätten wir. Also, hätten wir es gut gesagt. Ich habe jetzt mal mit ihm mal geredet noch. Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Dorfzentrum bringt uns auch nichts. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Warum geht er nicht bis dahin? Muss ich dreimal draufklicken, dass er das macht. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse telefonieren.
Hier hat sich nichts verändert, aber ich kann auch da keine... Ma, jetzt kommt mir eine Idee. Komm. Wenn die Bürger von Kuwak um... Ich weiß nicht, ob es geht, aber es wäre cool. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Jetzt bin ich gespannt. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Hey, Kuhu, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Wirst du nicht mal müde? Ich muss zugeben. So langsam habe ich die Nase voll. Wenn da unten einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, dann ist bei mir der Sack zu. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Das macht die Arbeit. Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, das ist nur sicher. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich nicht genau. So, das heißt, wir haben noch eine Leitung zu besetzen. Aber wo ist die? Das Kätzchen ist hier drinne. Sie schnürt noch immer. Dann haben wir die Stadtkern und... Wo war denn noch eine? Bei Toni war ja keine. Der müsste ja theoretisch das telefonieren. Ich will ihn lieber nicht stören. Ja. Ich will ihn lieber nicht stören. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ah! Ach ja. Nicht so schwer, aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay. Ich will ihn lieber nicht. Gut. Das war das und war das. Jetzt brauche ich noch eins. Aber wo ist noch sowas? Das kann ich nur auf und zu machen. So viel ist sicher. Da ist die Notfallsäule, da geht's zur Tonnes Hütte. Da geht's in die Gasse, in der Gasse war auch nichts, in Tonnes Laden. Ich muss weg. Da. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Okay, Hinterton ist bitte. Hier ist mal ein Mist. Und oben in Rufus Zimmer hundertprozentig auch nicht, weil. Ansonsten ist hier nichts mehr. Ich würde sagen, das dritte suchen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das wissen Sie.